Guten Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von Mein Geld TV. Welcher Arbeitgeber sehnt sich nicht nach zufriedenen, gesunden Mitarbeitern mit geringer Fehlzeit? Genau das unterstützt die betriebliche Krankenversicherung und fördert es auch aktiv. Dennoch sind nur 11% der Arbeitgeber, die diese Konzepte an Arbeitnehmern anbieten. Was steckt dahinter? Über die Vorteile der betrieblichen Krankenversicherung für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer wollen wir heute mit Experten sprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast. Frau Ellen Ludwig, sie ist Geschäftsführerin von Ascor Das Scoring. Guten Tag. Eingeladen haben wir Herrn Klaus-Peter Dorn, er ist Direktor der Württembergische Vertriebspartner GmbH. Guten Tag. Bei uns zu Gast ist Herr Ulrich Neumann, er ist Leiter Partnervertriebe der Gotha Versicherungen. Guten Tag. Ich begrüße auch ganz herzlich Herrn Sven Grosse, er ist Leiter Maklervertrieb Kranken Allianz Private Krankenversicherungs AG. Hallo und guten Tag. Und last but not least heiße ich herzlich willkommen Herr Daniel Schmalei, er ist Leiter Kompetenzcenter Firmenkunden Barmenia Krankenversicherung. Guten Tag. Herr Grosse, können Sie uns sagen, welche Vorteile bietet eine betriebliche Krankenversicherung für den Arbeitgeber und welche Vorteile bietet sie auch für den Arbeitnehmer gleichzeitig? Also um mal für uns die Top 1 jeweils der beiden Punkte zu benennen, wäre aus Arbeitgebersicht, habe ich mit der BKV ein exzellentes Instrument, um meinen Mitarbeitern wirklich eine Leistung in die Hand zu geben, die nachweislich zu einer hohen Wahrnehmbarkeit führt, mir also in meiner eigenen Wahrnehmung Vorteile bringt und die zugleich auch einen echten, realen Mehrwert darstellt. Und aus Arbeitnehmersicht bekomme ich Zugang zu Leistungen, die ich sonst unter Umständen mir so nicht hätte leisten können oder zu denen ich auch gar keinen Zugang bekommen hätte. Ja, vielleicht ergänzend für den Arbeitgeber einfache Prozesse, einfache Verwaltung, Uni-Age, jeder kriegt den Zugang, einheitliche Beiträge. Das ist fürs Kollektiv auch wichtig, warum der eine nicht mehr oder weniger zahlen will als der andere. Darüber hinaus für den Arbeitnehmer auch die Möglichkeit, die Familienangehörigen ohne Wartezeit, Uni-Age, im gleichen Kollektiv mitversichern zu können. Ich denke, auch ein ganz wichtiger Ansporn, dass nicht nur der Ehemann oder die Ehefrau aus der Firma mit einer schönen Zusatzversicherung nach Hause kommt, sondern halt eben auch die Familie, wenn sie denn will, mitversichern kann. Also ich würde es mal an einem Beispiel festmachen, und zwar zum Thema betriebswirtschaftliche Bewertung von einer betrieblichen Krankenversicherung. Und zwar, wenn ich in einem größeren Unternehmen, das muss kein wahnsinnig großes Unternehmen sein, sagen wir mal 150 Mitarbeiter, und ich dort als Basisbaustein eine Vorsorgeversicherung eingebracht habe und ich nur alleine, sag mal, in den nächsten 3 Jahren 2 oder 3 Fälle im Unternehmen habe, wo dieser Vorsorgebaustein tatsächlich dazu führt, dass eine frühe Diagnose gestellt wird und der Mitarbeiter durch die frühe Diagnose, behandelbar ist und eben dann sehr schnell auch wieder in seinen Arbeitsprozess reinkommt. Ich glaube, den Unternehmer brauche ich dann nicht mehr davon überzeugen, wie wichtig es doch war, diese betriebliche Krankenversicherung einzuführen. Vieles ist jetzt gesagt, aber ich möchte wirklich das ökonomische Thema noch mal wirklich unterstützen, dass nicht nur das Thema Vorsorge, sondern auch ein ganz brandaktuelles Thema, nämlich das Thema Burnout, wo man auch aktiv im Rahmen der BKV eben Lösungen anbieten kann, die Ausfallzeiten zu reduzieren. Und in der Regel reicht es schon, wenn man es schafft, pro Mitarbeiter pro Jahr einen halben Ausfalltag weniger zu ermöglichen durch Vorsorge, durch eben Burnout-Prävention, Manager-Vorsorge, was es da alles gibt. Und dann refinanziert sich diese Sozialleistung auch schon. Aus meiner Sicht sind es 3 Punkte für den Arbeitgeber. Es ist die einfache Administration, die wirklich deutlich einfacher ist als bei einer BAV. Es ist eine einfache Anmeldung, einfache Listenanmeldung, eben keine großen Blätter, keine großen Programme, die ausgefüllt werden müssen, um einen Mitarbeiter zu versichern oder auch nachzumelden. Führt im Endeffekt auf lange Sicht über alle Mitarbeiter zu einer besseren Profitabilität. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Neumann. Sie sagten, weil das zum Beispiel in der BAV ein relativ schwieriges Problem ist, Sie sagten, er kann seine BKV oder seine betriebliche Krankenversicherung einfach mitnehmen. Und wenn er zu einem anderen Arbeitgeber geht und er sagt, der andere Arbeitgeber sagt, ich will das nicht bezahlen, was ist dann? Dann zahle es selber.
Ich meine, er hat ja einen Versicherungsschutz bekommen, den er möglicherweise vorher nicht bekommen hat oder niemals bekommen hätte, genauso wie seine Familienangehörigen. Und wenn er den Versicherungsumfang wertschätzt, wird er es privat weiterführen, auch wenn der neue Arbeitgeber in die Leistung nicht einsteigt. Noch eine ganz wichtige Frage: Wie muss ein BKV-Tarif eigentlich heute aussehen oder wie weit hat man ihn derzeit angepasst, damit er für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer letztendlich attraktiv ist? Also er muss marktkonform sein und darf keine Ausschnittsdeckungen haben, wo man sagt, wir haben jetzt irgendwo so eine Mogelpackung gebaut. Deswegen haben wir nur ehrliche Tarife. Ich hatte die Gesundheitstage ja schon mal angesprochen als ein USP bei uns, aber wir haben auch eine Zahntriade, nennen wir das. Also dreistufig kann der Arbeitgeber auswählen, wie umfassend sein Versicherungsschutz denn sein soll, den er anbieten will. Bereich Vorsorge und wir haben den einzigen Stationärtarif mit 5 Sternen bei Morgen und Morgen. Ich denke, das ist dann die Königsklasse, die man abschließen kann, wenn man in den Stationärtarif geht. Und die Gesundheitsfragen? Ohne. Ohne. Okay. Na gut, wir haben zum 1.6. eine Neuaufstellung unserer betrieblichen Krankenversicherung. Sind wir vielleicht nur mal ein Oberbegriff. Zielsetzung war, wie gelingt es uns, jeden potenziellen Ärger vom Arbeitgeber fernzuhalten. Also sprich, Leistungen werden unerwarteterweise für den Mitarbeiter nicht bezahlt. Darauf zahlt ein, dass wir zum einen neue Zahntarife haben, die nicht nur keine Wartezeiten haben, sondern die auch keine Zahnstaffel haben, die also die volle Leistung ab dem ersten Tag bereitstellen. 2 Stück. Dann haben wir im Bereich stationär auch die Situation, dass alle bestehenden Vorerkrankungen oder laufende Behandlungen mitversichert sind. Das gilt für Zahn natürlich auch. Und wir haben einen Baustein zur Beitragsentlastung bei abwesender Zeiten, also Elternzeiten, Sabbaticals. Weil da immer wieder die Frage auftaucht, was passiert in dieser Zeit mit dem Beitrag? Muss ich ihn weiterzahlen? Den übernehmen Sie dann? Den ging ein kleiner Ausschlag von 4%. Kann der bei uns, würden wir ihn übernehmen, bis zu 3 Jahre Dauer. Herr Dorn, was ist denn Besonderes bei Ihnen? Also wir bieten natürlich gleichwohl wie jeder andere Versicherer, der sich im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung orientiert, alle Bausteine, das heißt über ambulant, über stationär oder aber auch im Vorsorgebereich oder aber auch im Heilpraktikerbereich, also bieten wir eigentlich alle Lösungen an. Was glaube ich für mich das Entscheidende ist, ist, wie einfach gelingt der Zugang der Mitarbeiter in diese Kollektive, und da bieten wir diese Kollektive bereits schon ab 5 Mitarbeiter an. Differenzieren, dann aber auch natürlich von der Tarifgestaltung her, also je nachdem, welche Tarife ich damit reinnehme. Das heißt, wir haben ein sehr flexibles Tarifwerk, was ich eben wirklich auch anpassen kann auf die Belange. Ist es eher ein arbeitgeberfinanziertes Modell oder ist es womöglich ein Mischmodell etc.? Also das heißt, die flexible Tarifierung, die wir anbieten, ist, denke ich, meines Erachtens einzigartig. Und dann eben über die Altersgruppen, also wir haben genau 3 Altersgruppen, also total einfach, das auch tatsächlich zu tarifieren. Als wir uns vor 2 Jahren mit dem Thema nochmal neu beschäftigt haben, haben wir zunächst mal wirklich sehr stark durch die Arbeitgeberbrille geschaut und gerade das Thema Prozesse, was wir heute auch schon eben mehrfach erläutert haben, eben Schwerpunkt gesetzt, die eben so einfach wie nur möglich. Für den Arbeitgeber. Für den Arbeitgeber, genau. Aber auch für den Arbeitnehmer natürlich. Und so ist eben ein Gutscheinformat generell erstmal entstanden, worüber mehrere Produktbausteine eben möglich sind, wie der Vorsorgebereich in unterschiedlichsten Ausprägungen, die Erschöpfungsvorsorge. Und ja, als einziger Versicherer, sowohl als GKV und PKV, haben wir derzeit exklusiv das Thema der telemedizinischen Beratung, was ja jetzt auch... Ach ja, das ist ja ganz in jetzt, diese telemedizinische Beratung. Was ja jetzt auch im Mai ja jetzt erst durch den Ärztekongress ja positiv bewertet worden ist, das Fernbehandlungsgesetz. Und ja, somit bieten wir eben Arbeitgebern, die vielleicht auch in ländlichen Regionen, wo eine schlechte Ärzteversorgung da ist, dem Mitarbeiter an jederzeit, egal wo er ist, rund um die Uhr medizinische Top-Versorgung, eben eine Erstberatung über diesen Weg zu erhalten. Genau. Und das bieten Sie auch in der Konzeption der betrieblichen Krankenversicherung? Exakt, genau. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema betriebliche Krankenversicherung mit neuen Lösungsansätzen. So.